Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von bester-film.de, im Internet zu finden auf bester-film.de. Und der Arne und ich, wir sitzen wieder im Cinemax in Kiel im Cup. Hallo Arne. Moin Henry. Mir wurde vorgeworfen in einem der Kommentare, ich würde dir viel zu früh immer das Mikro wegreißen. Kannst du dir das erklären? Ja, aber das hast du auch. Danke. Ja. Dankeschön. Ja, siehst du, ich werde jetzt geloben, Besserung. Also die heutige Folge wird ein bisschen länger. Oder du machst sie komplett selber, ne? Ja, genau. Ab jetzt. Schön, dass du bisher dabei warst. Ne? Wir haben da ein neues Einzelteam zusammen. Haben wir jetzt neu erarbeitet. Ein Konzept, genau. Refueled. Wir machen es Refueled. Und zwar, das passt fast so schön zu unserem Titel heute. Transporter. Andere nennen es Reboot, aber da ja irgendwie ein Auto mitspielt, nennen wir es jetzt Refueled. Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Filme es von dem alten, ich möchte mal sagen, dem eigentlichen Transporter gab. Drei oder vier? Vier, glaube ich mindestens. Ich glaube, das ist der fünfte. Du hast mir wieder das Mikro schon wieder weggezogen. Stimmt, Entschuldigung. Gut, egal. Aber dieses ist also der... Szenen einer Ehe. Okay. Ja, was wolltest du sagen? Ich möchte neu starten. Nein, also gut, es gab vier alte Filme. Das ist der erste neue und ich wage das Wort kaum in den Mund zu nehmen, aber es wirkt irgendwie komplexer, die Story. Echt? Du hast das komplexe Story entdeckt? Also wir können erstmal sagen, das Ganze ist eine Stunde 37 lang, ich habe extra nachgeguckt, spielt nicht mehr Statham mit. Ja, und dafür haben wir nämlich jetzt Ed Skrein. Wir haben nachgeguckt, irgendwie die Filme, die er gespielt hat, haben wir alle nicht gesehen, außer Game of Thrones, wo er schon mal mitgemacht hat. Daher kenne ich den, genau. Aber den Rest, ja, trotzdem haben wir schon mal gesehen. Und Ray Stevenson spielt seinen Vater, den kennt man zum Beispiel aus Bestimmung oder auch anderen Filmen in letzter Zeit. Also er wirkt ein bisschen, ist eine Fehlbesetzung. Jason Statham, gut, er hat jetzt irgendwie die Rolle geprägt, aber irgendwie wirkt er hier so ein bisschen so Bubi-mäßig. Wer eher? Also der Transporter? Ja, der Main Actor. Also der Vater ist okay. Der führt irgendwie so den Gag, so irgendwie Staffage, so ein bisschen erfüllt er den Zweck. Aber er ist irgendwie ein bisschen, weiß nicht, ein bisschen zu wenig. Wollen wir mal kurz erstmal einführen für die Leute, die den Transporter entweder überhaupt nicht kennen, das oder? Das gibt's nicht. Jeder, der uns unsere Filme sieht, der kennt den Transporter. Natürlich, aber grundsätzlich, der Transporter stellt nicht viele Fragen, der transportiert einfach. Und meistens natürlich gefährliche Dinge, wo böse Menschen manchmal oder gute, was auch immer, nicht wissen oder nicht wollen, dass andere das wissen. Deswegen kriegt er dafür natürlich auch viel Geld. Es geht immer um das Paket und hier geht es um Frauen, die sich, das wird aber sehr schnell klar, deswegen spoilert es nicht, sich an einem russischen Zuhälter rächen wollen nach vielen Jahren und dafür verschiedene Dinge tun, zum Beispiel auch Papa-Transporter entführen und naja gut, der Rest ist eben dieser Rachefeldzug, wo lange Zeit erstmal nicht so richtig klar ist, worum es eigentlich da geht. Ja, und dann kommt es, wie es kommen muss, gibt einen Showdown. Auch das spoilert nicht so viel, das weiß man. Geballer. Das gehört auch dazu und mit tollen Autos wird rumgefahren. Um nicht zu sagen, es ist ein Werbefilm für Audi. Ja, das wird ein bisschen durch Product Placement finanziert. Bisschen? Weggezogen. Nee, aber ein bisschen, wo hast du denn ein bisschen Product? Da fährt doch nur geile Audis rum. Ja, aber es ist ein geiler Audi. Ja, mehrere sogar. Ja, das ist schwarze. Ja. Also was mich an dem Film einfach gestört hat, ich fand die Story einfach dämlich. Da waren immer wieder Szenen, wo ich dachte, ja, Jungs und Mädels, das hätte jetzt alles nicht sein müssen. Das hättet ihr alles viel einfacher haben können. Ihr braucht jetzt diese Verfolgungsjagd nicht, hättet ihr euch ein bisschen klüger angestellt. Ja, das ist also dieses Deus Ex Machina, jetzt auf einmal wissen sie das, weil passiert das und dann, ich weiß auch nicht. Das ist immer das Gleiche, aber da... Darf ich kurz ziehen rüber? Ja. War ja auch fertig. Ah ja, vielleicht Roger und Out, muss man noch sagen. Was mich zum Beispiel auch gestört, warum Papas Rolle nimmt da plötzlich, ja, der Papa ist auch so ein der kann auch alles. Das ist ein, der hatte früher wohl zu wenig Frauen, glaube ich. Ich glaube, der war so ein James Bond früher mal. Das ja auch, genau. Ja. Also auch damit, im Flugzeug gibt es da was, ne? Also da finde ich, warum er da jetzt plötzlich so und so, ne? Also schade, dass man nicht spoilern darf, ne? Aber da könnte man sich schön drüber aufregen. Ich finde aber das Verhältnis Papa-Sohn eigentlich ganz nett. Also, es hilft in dem Film ein bisschen auf die Sprünge. Also die Konversation zwischen den beiden, das läuft irgendwie, das ist ein, ja, der eine ist für die Gags zuständig und der andere für die Coolness. Und es gibt auch wieder richtig, ja klar, coole Action, klassisch teilweise, Autos fliegen durch die Luft wieder, weil sie irgendwo gegenfliegen und fahren. Ja, wobei das, muss ich ja letztens nochmal auf einen anderen Film zurückkommen, Terminator Genesis, wo dieser Bus durch die Gegend geflogen ist. Das ist noch mein absolut Favorite in letzter Zeit. Stimmt, das war auch cool. Da kommt er auf jeden Fall nicht ran. Können wir schon zur Wertung kommen, glaube ich. Ich ziehe auch nicht weg, du darfst anfangen. Also ich finde der Film, wie gesagt, auch wenn ich behaupte, er ist ein bisschen komplexer. Also ich möchte das Wort kaum in den Mund nehmen für diese Art von Film, aber ein bisschen komplexer als die alten Terminator, sage ich schon, als die alten Transporterfilme. Er macht da irgendwie trotzdem
der alte Jason Statham ist cooler irgendwie. Also deswegen kriegt er 6,5 Punkte. Ich gehe sogar weniger. Ich fand die Story einfach blöd. Also das hat mich eher genervt, wirklich an einigen Stellen, wo ich sage, das wäre wirklich jetzt nicht nötig gewesen. Warum denn das jetzt? Also ich lasse mich ja gern fallen, erzähle ich ja immer wieder. Wenn es irgendwie ich im Fall lassen, nicht, wenn ich nicht mitdenke, es genießen kann, finde ich es gut. Aber selbst hier beim Nicht-Mitdenken haben mich einfach ein paar Dinge wirklich gestört an dieser Story. Und ich fand sie zu aufgesetzt. Dafür fand ich, wie gesagt, dieses Vater-Sohn-Verhältnis ganz witzig und da kann man durchaus was draus machen. Also, und ich fand auch den Hauptdarsteller durchaus cool genug. Also ist nicht Statham, klar, er regelt das jetzt ein bisschen längerfristiger, nicht? Also hat nicht so den einen finalen Stoß sozusagen, sondern da muss man ein paar Mal mehr zuhauen. Aber dafür, das fand ich okay. Das Duo sozusagen kann man ausbauen in den nächsten Teilen. Da wird es ja sicherlich auch welche geben. Aber deswegen gebe ich jetzt weniger. Ich gebe nur 5,5. Das ist auch okay. Wobei, wenn du sagst, die Story ist ein bisschen weit hergeholt, ist irgendwie fast auch ein bisschen dreist, sowas zu im Film zu sagen. Das ist natürlich. Du hast schon wieder ein Mikro weggezogen. Was wolltest du denn sagen? Ich war noch nicht fertig mit meinem Satz. Du hast einen Satz wieder weggezogen. Egal. Ja. Okay, ja. Nicht. Wir arbeiten noch an uns. Wir gehen nachher gleich wieder zur Paartherapie. Dann haben wir das genau. Du kannst auch mal einfach das Mikro in der Hand halten. Das machen wir nächstes Mal. Geile Idee. Ja. Siehst du, also seien Sie gespannt. Allein deswegen lohnt es sich, die nächste Folge wieder zu sehen. Und dann sind wir, glaube ich, durch. Wir suchen uns gleich mal irgendeinen, der uns nach Hause fährt. Ne? Und kann auch ein Audi sein. Ich glaube, also ja, alle, die da rausgegangen sind, die werden alle Audi kaufen ab jetzt. Ich hätte gern einen. Ja, das ist zumindest so ein. Auch mit so einem Standfahren, also ne, und so, der hatte viele schöne, der hatte schon viel drin. Ich hätte gern einen. Ja, vielleicht genau. Gibt's jemanden, der das. Genau, wir machen sonst auch den Audi-Fan-Podcast einfach mal eine Folge, wenn sie uns jedem einen vor die Tür stellen. Ja, schade, dass wir nichts kriegen. Aber er macht ja nichts, ne? Damit sind wir durch. Das war's für heute. Das war bester-film.de im Internet zu finden auf bester-film.de. Und auf Wiedersehen und auf Wiederhören sagen der Henry. Und Arne, tschüss. Und tschüss.